Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Curseplay Tutorial. Heute geht es um die Feldarbeit. Ihr seht, ich habe den Krupper schon geladen. Er ist hinten dran. Und wir fahren zum Feld 32. Was wir beim vorletzten Mal gedüngt haben, beim letzten Mal ging es um Überführung. Heute geht es um Feldbearbeitung. Erstmal mit bestehenden Feldern, die erkannt werden, die ja am Anfang, wenn man auf den Server kommt, geladen werden. Also ich weiß gar nicht mehr, ob man auf dem Server, aber zumindest hier im Singleplayer. Und zwar ist das dieser Button Feldarbeit. Eigentlich so der wesentlichste Faktor oder das Schönste, weswegen es Curseplay überhaupt gibt. So, und zwar, wenn ihr Feldarbeit ausgewählt habt, könnt ihr diesen Button wählen. Kursgenerierung. Und da geht es eigentlich wie beim Sehen ganz genauso vor. Wir tragen hier das Feld ein, Feld 32. So, das heißt, alle Felder, die wir besitzen, können wir hier auswählen. Arbeitsbreite. Einmal auf Automatik klicken oder Berechnen klicken. So, hier das Gleiche. Wir gehen wieder vor. Das soll wirklich sagen, wir sind im Südwesten. Und na hier, wenn so automatisch kommt und lang, dann ist das schon falsch. Noch einmal durchklicken, Südwesten, so. Das ist richtig. Wir fahren Richtung Norden hoch. Das ist alles richtig. Startpunkt Enden brauchen wir auch nicht. Wir machen eine Folgewende. Hier können wir jetzt zum Beispiel nicht einstellen, hart oder weich. Finde ich jetzt auch nicht schlimm. So, wichtig ist, wir machen Folgewende. Am besten, ich würde jetzt mal sagen, eine nur oder zwei. Machen wir zwei. Und so weiter kann er im Feld starten. Und erst die Bahnen, dann Folgewende. Ne? Ansonsten könnt ihr hier ändern mit Pfeil. Erst Bahnen, dann Folgewende. Wir haben keine Insel. Das ist schon mal gut. Und wir haben nur ein Fahrzeug. Das generieren wir jetzt einfach mal. Wir sehen hier schon den blauen Pfeil. Das ist schon mal richtig. Wir können uns das nochmal hier anschauen. Ne? Das heißt, wir fahren hier hinher. Und dann zweimal außenrum. Vorteil ist, bei zweimal außenrum ist, dass der halt auf dem Feld sozusagen dreht. Und das ist dann halt das große Ganze. Wir können auch hier wieder in diesem Fenster einstellen. Steht im Großen und Ganzen das Gleiche, glaube ich. Generieren. Dann können wir hier das uns einmal anschauen. Sieht jetzt gleich aus wie bei dem anderen. Na, hier sieht man die Straße. Da fährt er ja gar nicht hin auf die Straße. Ist halt einfach eine Schablone. Wir können jetzt sagen, für Startposition klicken wir auf die Karte. Also könnt euch gerne damit beschäftigen. Ich zeige euch den einen Weg jetzt wirklich hier einmal von oben nach unten. Dann können wir hier drauf gehen und können uns den natürlich auch speichern, den Kurs. Sagen jetzt am ersten Wegpunkt und dann fährt er dahin. Wichtig ist es wirklich, diesen Button gedrückt zu haben, Feldarbeit. Abfahrer einstellen. Mache hier das grüne Auge wieder aus und dann geht's los. Der klappt sich runter und los geht's. Er fährt nachher noch mal hier außenrum, sieht man ja. Wir haben gedüngt vorher. Es ist wichtig, dass man danach noch mal düngen kann. Und ansonsten ist das kein großes Hexenwerk wirklich. So könnt das eigentlich nicht verkehrt machen. Könnt halt ein bisschen hier rumtüfteln, immer wieder erstellen lassen, indem er hier wieder das Feld auswählt, noch mal alles durchgehen. Dann hier drauf klicken und Ansicht und schon seht ihr, wie es ist. Könnt es natürlich auch, wie gesagt, hier in diesem kleinen Fenster machen. Aber das ist schon das gesamte Hexenwerk hier. Drüben wird übrigens immer noch abgefahren, fleißig. Ja, er fährt jetzt hier wirklich dahin, wo er hin will, zum nächsten Wegpunkt. Das ist jetzt diese gerade Linie. Die fährt er jetzt ab. Nach und nach. Vor allem, ihr könnt wirklich jetzt machen, was ihr wollt, was sonst zumindest beim GPS und Tempomat natürlich nicht geht. Das könnt ihr hier halt alles machen noch. Und ihr könnt Rundkurse machen, das hatten wir Überführung, wo er wirklich sagt, der fährt die ganze Zeit, sobald er voll ist, fährt er wieder weiter Kohle ab. Das könnte man auch, wenn man das Geld halt hat, dann so einstellen.
So, das ist hier gerade falsch eingestellt, mein Joystick. So, jetzt besser. So, und die fahren hier komplett ab. Also wirklich mit Cursplay kann man ein sehr gutes Management hier machen. Auch alleine kriegt man dann auch mal große Karten hin. Na, seht ihr, er ist gleich voll da. Deswegen hat er schon aufgemacht und dann fährt er hier leider trotzdem natürlich in die Frucht rein. Man könnte jetzt hier natürlich immer noch einstellen, wo wir als nächstes hinkommen. Abfahrer, dass der selber abfährt. Aber das sehen wir uns beim nächsten Mal an. Von daher, das war's schon wieder. Das ist die komplette Feldarbeit, also kein Hexenwerk wirklich. Kurs generieren und losfahren. Ne? So funktioniert es übrigens auch mit den Trecher. Das ist über den Gleichbutton. Dass er zumindest diese Feldarbeit des Häcksler ist das gleiche. Das macht alles hier. Pflügen macht er damit. Kuppern macht er damit. Alles, was sonst ist, außer Säen und Düngen. Dafür gibt es separate. Alles andere, was auf Feldern stattfindet, hier rüber. Ne? Mähen, wenn es den Kurs gibt. Ansonsten sehen wir uns jetzt morgen einmal die Felderstellung an. Bis dahin. Tschüss, euer Steffen.